Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video, heute einem neuen kleinen GW2 Guide, und heute werden wir uns mal einer Sache annehmen, die mir wichtig ist, denn ich werde euch heute mal vorstellen, welche ganzen neuen Kleidfertigkeiten ihr auf dieser neuen Karte Blutsteinfan kaufen könnt, was euch das bringt, in welchem Maße euch das überhaupt Vorteile bringt in den Kämpfen und wie ihr das nutzen solltet. Die Balancing-Besprechung werde ich erstmal aussetzen, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel und auch zu stupide Änderungen, als dass ich über jedes kleine Ding reden müsste. Deshalb werden wir uns jetzt mit so einem Guide weiterhin mit der Karte auseinandersetzen und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Wir legen direkt los. So, meine Lieben, wir fangen also direkt an mit den Fertigkeiten, gehen die nach und nach durch. Ich erkläre euch ganz kurz, was sie bringen. Das Wichtigste erstmal natürlich ist die 1, das ist der Standardangriff, den ihr auch schon habt. Das ist fokussierte Magie, Feuerdeinstrahl auf euren Gegner. Je größer die Distanz, desto geringer der Schaden. Das heißt, je näher wir kommen, desto mehr Schaden machen wir auch. Und das Coole ist, dass ihr wirklich ganz einfach, wenn ihr jetzt, ihr seht das schon bei mir, ich halte S gedrückt, um langsamer zu sinken, und kann entsprechend dann viel Schaden auch machen. Das heißt, ich spamme ganz einfach die 1, ihr könnt die auch auf Autocast machen und dann kann man damit auch sehr, sehr leicht die Gegner töten. Das bietet sich vor allem mit an, wenn ihr jetzt beispielsweise den Justiziar angreifen wollt, das heißt hier diesen Typen, der im Kolosseum der Treuen rumsteht, dann einfach sich immer hochporten lassen und dann immer das Ding ins Ziel nehmen und 1 gedrückt halten. Jetzt werde ich gerade hier in Moa verwandelt, das sollte man noch überleben können. Sehr gut, war ein bisschen eng. Das ist die erste Fertigkeit, die Schaden macht, konstanten Schaden macht, und damit könnt ihr eigentlich auch sehr leicht am Tag diesen Daily machen, das heißt dieses ich glaube, Kletterfertigkeiten nutzen, das ist einfach einmal auf den Gegner draufgehauen, gespammt und das Ding ist durch. Dann ist es noch ganz cool, die 2, die kann man auch sehr, sehr aktiv nutzen, und zwar ist die 2 sozusagen eine Art Bombenteppich. Das Coole ist an der 2, dass wir damit auch direkt eine Gruppe von Gegnern treffen können, wie beispielsweise hier unten die, und wir machen dann noch einen zufälligen Zustand, und der Schaden ist wirklich enorm, wie ihr hier auch sehen könnt. Bei Einzelziehen ist das natürlich nicht ganz so krass, aber hier bei so einer Gruppe von normalen Gegnern ist es schon der Hammer, und viele unterschätzen den Schaden davon, finde ich. Gerade weil man hier oftmals Gruppen hat von weißen Manteltypen, ist das sehr, sehr mächtig und man sollte das immer nutzen, wenn man kann. Auch hier bei Einzelziehen gehen wir jetzt mal hier runter, sehen da den Mesmer und nutzen dann mal die Fertigkeit. Wenn es denn noch ankommt, haben wir es nicht getroffen, aber an sich ist das wirklich sehr, sehr stark. Muss man eben immer gucken, lohnt sich eigentlich wirklich das auch zu spammen auf die Gruppen von Gegnern, und jetzt sind wir hier gerade gleich fällig, das macht aber nichts. Auf jeden Fall haben wir damit eigentlich von den Fertigkeiten, die wir uns kaufen können, die 2 stärksten schon mal. Wenn es um die offensive Seite geht, des Kleiterkampfes vom Kleiten, und die anderen Fertigkeiten sind eigentlich alles nur Utility- und Heilfertigkeiten, das heißt, genauso wie wir also einen Angriff-Bombenteppich haben, einen AOE-Effekt, haben wir auch so eine Art, ja, Utility-Heil-Effekt, das heißt, wir können hier einfach dann auf der 3 besänftigte Magiesturm, huft einen besänftigen Magiesturm auf das Zielgebiet herab, der Verbündete heilt, Zustände von ihnen entfernt und ihm jede Sekunde Regeneration gewährt. Das ist ziemlich stark, denn gerade bei diesen ganzen Messmann und den ganzen Typen, die es hier gibt, die also immer Zustände machen, und den Bossfights, kann man somit relativ gut auch Utility verteilen, das heißt, wenn man dann Verbündeten hat und sieht das schon weit unten, dann sieht man auch, wie weit man das eigentlich schießen kann. Also ist ziemlich, ziemlich stark. Dann hat man an dieser einen Stelle diesen kleinen Regen und kann das eben dann auch, kann so also aktiv auch den Verbündeten helfen. Wenn man jetzt zum Beispiel unten auch so eine Gruppe hat, dann kann man da ganz, ganz leicht eben eingreifen. Das sind also dann die AOE-Effekte, das heißt die 2 und die 3. Die 4 ist dann noch ein bisschen anders. Hier kann man in der Luft eine Ausweichrolle machen, kann sozusagen diesen Hammerwerfern ausweichen und heilt sich selbst. Das werdet ihr noch sehen, ist sehr nützlich, wenn man beispielsweise hier in diesen in den Krater reinfliegt, denn hier ist es ja so, dass man oftmals von allen Seiten beschossen wird mit irgendwelchen Hämmern und Steinen und irgendeinem Quatsch, und damit kann man diesen Attacken ausweichen und kann sich heilen. Die Heilung ist jetzt nicht ganz, ganz so stark. Also es geht natürlich, können wir hier ganz, ganz kurz gucken, wenn wir jetzt in den Kampf kommen. Angenommen, wir bleiben mal länger im Kampf, wir gehen mal dazu zu einer Gruppe hier runter. Das könnt ihr hier sehen, wir weichen aus und heilen uns dann doch schon enorm. Das kann man eben gut kombinieren mit der ganz normalen Ausweichrolle. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz hier zum Beispiel hin, machen hier Schaden. Da, und können dann aber trotzdem ganz einfach auch diesen Angriff mit der 4 ausweichen und uns heilen. Das geht also alles. Ist also ziemlich cool auch zu benutzen. Und ja, mehr ist eigentlich auch gar nicht für euch zu holen von diesen aktiven Fertigkeiten, wenn es jetzt um den Kampf geht, Schadensreduzierung, Schadenserhöhung. Das sind also die 4 Fertigkeiten, die ihr lernen müsst, auch einzusetzen bei den Kämpfen. Und denkt bitte daran, dass ihr wirklich auch in der Luft sehr, sehr effektiv sein könnt. Die 5. Fertigkeit, die ihr dann auf jeden Fall euch holen solltet, finde ich, das ist auch das Erste, was ich mir leisten würde, wenn ich die Energie dafür hätte. Und zwar ist das die 5er Fertigkeit. Das Ding nennt sich die Leylinie reiten, und das ist schlichtweg, jetzt heilen wir uns mal ganz kurz, das ist schlichtweg eine Art Turbo-Modus, den wir aktivieren können.
Und der hält wirklich für eine sehr, sehr lange Zeit an, hat eine sehr geringe Aufladezeit und wir können ihn eigentlich ziemlich gut spammen. Und so könnt ihr hier beispielsweise ziemlich gut auch noch Sachen erreichen, die eigentlich durch normale Kleidung, selbst wenn man nach vorne lehnen hat, nicht erreichbar wären. Denn das Ding gibt euch so einen krassen Schub, als wärt ihr wirklich auf einer Laylinie und hättet eine Laylinie vor euch dann auf einmal ausgebreitet. Beispiel hier auch, wenn man schnell was überbrücken möchte, fliegt man in einer sehr, sehr geraden Linie, die sich nur ganz, ganz leicht neigt, einfach nach vorne und kann somit sehr, sehr viel Distanz überbrücken. Das Interessante an der Fertigkeit ist aber vor allem der Erfolgseffekt. Es gibt dann auch so einen versteckten Erfolg, dass man eben Leylinien nicht kreuzen darf. Und genau das passiert, wenn jetzt beispielsweise mit dieser Energie dann eine Leylinie reinfliegt. Das werden wir uns mal ganz kurz ausprobieren. Denn dann kommt extra nochmal die Warnung, dass man, wenn man das denn macht, dass das eben dazu führt, dass praktisch die Leylinie gekoppelt wird und man dadurch stirbt. Und genau das passiert auch. Wir gehen jetzt mal ganz kurz hier hoch in die eine Leylinie. Und dann ist das eigentlich auch schon durch mit den Effekten. Es lohnt sich rein theoretisch schon, die zu holen. Man muss eben schauen, farmt man so viel Energie, dass man das übrig hat, oder farmt man doch lieber erstmal die 10.000 für diese Blutsteinrubinen, für diesen Erzknoten, für die Heimatinstanz und spart sich eben dafür erstmal das Geld aus. Im Prinzip braucht man diese Luftkampffertigkeiten überhaupt nicht, aber sie sind doch an manchen Stellen sehr, sehr cool und auch sehr, sehr nützlich und erleichtern dieses Spielen auf der Karte ungemein. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz mit der 5. Wenn wir jetzt also beispielsweise hier die 5 mal benutzen und jetzt in die Leylinie reinfliegen, dann seht ihr, war es das. Nicht die Ströme durchkreuzen, Leylinien zu durchkreuzen, kann schädlich für eure Gesundheit sein. Und genau das ist es auch. Das heißt, ihr müsst aufpassen, wenn ihr die 5 benutzt, dass ihr damit nicht in eine Leylinie reinfliegt. Und was noch ganz interessant ist, es ist so, dass ihr rein theoretisch mit der 5 auch in Aufwinde reinfliegen könnt. Das Problem ist allerdings, dass die Energie, der Energieschub von euch so groß ist, dass der Aufwind euch praktisch verpasst. Der Effekt, der löst ganz vor diesem Aufwind kurz aus, trägt euch ein Stück nach oben, aber ihr fliegt praktisch über das Ziel hinaus. Das heißt, ihr werdet diesen kompletten Aufwind nicht mitkriegen. Wir werden das mal ganz kurz ausprobieren bei dem hier. Das heißt, wir würden jetzt rein theoretisch bis da hochfliegen. Wenn wir jetzt aber die 5 benutzen, fliegen wir rein und werden nur ganz, ganz kurz dann nach oben gesteuert. Ihr seht das und fliegen dann hinten raus praktisch. Wir bleiben also nicht in diesem Aufwind stecken. Also denkt immer daran, wenn ihr irgendwo einen Aufwind hoch wollt, dass ihr im Aufwind dann eben aufhört und dann einfach so wieder nach oben fliegt. Das geht natürlich. Wenn man die 5 unterbrechen möchte, einfach mal kurz den Gleitschirm mit der Leertaste ausstellen und wieder einstellen. Das geht also ohne Probleme so. Und dann kann man das eben kurz abbremsen. Man muss das nicht komplett ausfahren. Das heißt, man kann hier einfach dann auch abbremsen und schon ist es wieder geschafft. Interessant ist eben auch, und das ist auch noch ganz, ganz wichtig, dass ihr mit der 5 keine Energie verbraucht. Das heißt, ihr könnt dann das nach vorne lehnen unterbrechen, könnt dann hinten raus aber das wieder benutzen, könnt somit also eine richtig weite Distanz mit einer hohen Geschwindigkeit überbrücken und müsst dann nicht groß was machen. Ne? Ihr seht, dass die 5 gedrückt, ich verbrauche überhaupt keine Energie und kann jetzt hinten raus dann mich nach vorne lehnen und verbrauche jetzt erst die Energie. Was cool ist, das kann ich eben auch dann zwischendurch wieder machen. 5 aktiviert, durch den Aufwind volle Energie und gehe hinten raus direkt mit dem nach vorne lehnen weiter in den nächsten. So kann man sich über die Karte ziemlich, ziemlich schnell bewegen und sollte das eigentlich auch nach Möglichkeit nutzen. Denn das ist wirklich ein unglaublich cooles Spielgefühl, weil man, die Karte ist ja so schon sehr, sehr schnell, aber so kommt man ohne Probleme an die entferntesten Gebiete, kann sich die entlegensten Stellen ganz, ganz schnell zugänglich machen und das würde ich euch einfach empfehlen, das so zu machen. Ja, damit sind wir eigentlich durch mit den 5 Fertigkeiten. Ich hoffe, das ist jetzt alles klar, ne? Nummer 1 Auto-Hit, Nummer 2 AOE-Angriff, Nummer 3 AOE-Heilung, Nummer 4 Ausweichen für ein Selbst und Heilung für ein Selbst und Nummer 5 einfach einen Turbo. Ich bedanke mich immer fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.